Okay, aber es war ein Versuch wert. Ich bin nicht so gut darin zu reden, deswegen habe ich halt ein Lied geschrieben. Und ich denke, jeder von euch, egal was er macht, wenn jemand ein Bild malt, dann sollte er ein Bild malen über das Thema. Sollte noch ein Versuch machen. Macht doch einfach den Beat ein bisschen leiser, die Leute kommen noch näher. Ich hole den Text raus, weil ich bin sowieso nervös. Ich habe den noch gar nicht so viel studiert. Mach den Beat einfach leiser. Ich kann ihn auch vortragen, so ohne Beat. Beat? Okay, wer von euch ist gegen ACTA? Der hebt jetzt die Hand hoch. Ja? Für Sicherheit, und man kann sehen, dass ihr im Kopf nicht mehr ganz richtig seid. Ihr bietet das, was ihr nicht hören wollt. Ihr könnt mir nicht den Mund verbieten. Von euch Spinnern lasse ich mich nicht unterkriegen. Ihr habt geheim verhandelt, ich protestiere laut. Wenn ich ehrlich bin, von Anfang an hab ich euch nie vertraut. Wie denn auch, zeigt mir lieber Dschungelcamps im TV. Ich bin kein Star, doch aus diesem Käfig will ich wieder raus. Auf meinen Wegen sehe ich täglich eure Gitterstäbe. Sind transparent, aber trotzdem laufe ich dagegen. Ihr wollt mich halten, doch mein Wille ist zu stark. Ich muss aufschreien, laut sein, die Stille ist mein Sarg. Ihr wollt uns gerne scannen und sperren. Ich freu mich schon, euch kennenzulernen. Wir beben und wir brennen im Kern. Glaubt mir, wir werden uns wehren. Viva la Revolution! Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt hat ACTA. Ey, mach mal Platz da. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution! Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt hat ACTA. Ey, mach mal Platz da. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Ihr wollt manipulieren und über meinen Geist bestimmen. Was ist mein Leben wert, wenn man mir die Freiheit nimmt? Ich will kein Sklave sein, schickt die Datenkrake heim. Ihr wollt mich filtern, ich bin kein Kaffee und ich sage nein. Es ist meine Melodie, ich scheiß auf euer Geld. La 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 la. Und ich pfeife auf die Welt voller gieriger Leute. Demokratie, Politiker. Frag mal, ich hab den Text gar nicht. Okay, warte. Und dann kommen sie uns holen, aber wo bleibt unser Recht? Sorry, aber diese Zeile wurde soeben gelöscht. Oho. Ihr wollt uns gerne scannen und sperren. Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen. Wir beben und wir brennen im Kern. Glaubt mir, wir werden uns wehren. Viva la Revolution! Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt hat ACTA. Ey, mach mal Platz da. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution! Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt hat ACTA. Ey, mach mal Platz da. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Ich sag Stopp! Ihr sagt ACTA! Stopp! ACTA! Stopp! Ich sag Düssel, ihr sagt Dorf. Düssel? Düssel? Nochmal, ich sag Stopp und ihr sagt ACTA. Stopp? ACTA! Stopp? ACTA! Wir sind Düssel, ihr sagt Dorf. Düssel? Düssel? Dorf! Viva! Come on! Viva la Revolution! Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt sagt ACTA. Ey, mach mal Platz. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa, jetzt hat ACTA. Ey, mach mal Platz da. Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Okay, vielen Dank. Das vorgetragen habe, sind da hinten diese Blaulichter angegangen. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. Ich wünsche mir einfach nur für diese Veranstaltung, weil meine kleine Nichte ist auch hier hingekommen, die ist gerade mal 4 Jahre alt. Ich wünsche mir nur, dass wir alle friedlich bleiben und dass wir den Leuten keinen Grund geben, zu sagen, dass wir bescheuert sind. So. Also zumindest nicht, dass wir nicht aggressiv sind. Oder sind wir aggressiv? Aber wir wollen frei sein. Alright, okay. Ja, ich erzähle eine kleine Anekdote hier. Die Dame sagte gerade, kein Alkohol. Ja. Wir haben uns eben schon mit ein paar Leuten am Bahnhof getroffen. Einer kam mit Bier auf mich zu. Ich habe gesagt, tu das lieber weg. Weil das benebelt unsere Sinne. Wir erheben unsere
Stimme und sagen denen einfach, dass wir dagegen sind. So, ich wette, viele von euch wissen, und ich will euch nicht zu nahe treten, aber viele von euch wissen nicht genau, ganz genau, was ACTA ist. Aber ihr merkt einfach, dass die Menschen immer weiter separiert werden voneinander und dass ihr irgendwie zu Hause sitzt und dass etwas hinter eurem Rücken entschieden wurde, was uns alle noch weiter kontrollieren und noch weiter separieren soll. Und da haben wir keinen Bock drauf und dafür machen wir Lärm. Egal, ob das IPRIT heißt, IPRIT 2, SOPA, TOPA, ACTA. Wer ist dabei? Ja! Vielen Dank.